Hallo, nochmal, hallo und herzlich willkommen. Ja, wir sind heute wieder im Zen-Garten Paraguay und es gibt das Video der Woche. So, wir starten hier draußen, weil wie ihr sehen könnt, ist die Mauer jetzt, wir gehen gleich noch entlang, sie ist völlig verputzt und gestrichen. Was man aber auch sehr schön sehen kann, ist, schaut mal hier runter, es wird immer grüner. Das ist ein Rasen, der sich so verzweigt und ja, bis in Kürze wird er hier alles voll begrünt haben. Und dann, wenn die Maler noch sauber gemacht haben da drüben, werden wir da drüben weiter pflanzen. So, gehen wir mal zur Mauer. Schaut mal, hier war der Schnitt und jetzt ist der ganze rechts, die ganze Mauer, die wir schon gemacht haben, ist gestrichen. Das heißt, außen sind wir für diesen Bauabschnitt fertig. So, und wie ihr sehen könnt, unser Einfahrtstor ist auch fertig. Wurde vergangene Woche angebracht, sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Gehen wir weiter. Was ihr hier sehen könnt, ist der Eingangsbereich, die kleine Terrasse vor unserem Empfangsbereich und vor dem Bungalow des Hausmeisters. So, wir hatten euch die Steine schon vorgestellt. Diese hier heißen Rompe Cabeza, sprich Kopfzerbrechen. Und ihr seht jetzt, wie das angebracht aussieht. Wie ihr seht, sie ist nahezu fertig gestrichen. Ich denke, wenn ich mir die Wand anschaue, das Grün ist fertig. Beim Perler braucht es wohl noch mal einen letzten Anschlag. Insgesamt sieht es schon wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich gehe davon aus, dass wir mit der kommenden Woche oder am kommenden Wochenende bereits hier einige Sachen einräumen können. Das Grün ist jetzt natürlich massiv, allerdings, wenn dann hier die weißen Möbel davor stehen, hat es eine ganz andere Optik. So, willkommen im Bad von unserem Hausmeisterbungalow. Und wie ihr seht, das ist fertig gefliest. Jetzt fehlt noch hier oben Farbe. Und dann können auch schon die ganzen Duscharmaturen, das WC, das Waschbecken und alles angebracht werden. Wir haben uns für einen grauen Boden entschieden, an dem man eben nicht jeden Dreck sieht. Weiße Wände und eben diese Dekorfliesen im Bereich der Dusche. So, wie ihr sehen könnt, geht es hier bei den Doppelhaushälften auch sehr mit großen Schritten voran. Ihr seht hier gerade, wie die Ziegel hochgeworfen transportiert werden. Hinten wird die Treppe vorbereitet zum Gießen. Und hier an der Front von Orchidee ist schon wirklich alles gemauert. Es geht mit riesen Schritten voran. Die Innenwände sind alle schon hochgezogen. Es fehlt hier noch die Front. Und dann kommt auch schon das Dach oben. Unten wird dann auch natürlich weiter mit den Wänden gemacht, sobald sie oben fertig sind. Aber insgesamt sieht man wirklich einen riesen Fortschritt. So, und hier sieht man die Vorbereitungen für die Treppe. Ja, und das ist dann der erste Stock vom Haus Kolibri. Und Sie sehen, die Wände sind schon richtig hoch und alle fast fertig. Ja, hier rechts geht es dann ins Bad, in die Dusche. Natürlich fehlt alles noch, aber der Raum nimmt Gestalt an. Hier ist dann das riesengroße Schlafzimmer. Und was später natürlich nicht mehr da sein wird, ist der Durchgang hier. Denn hier geht's in das Haus Orchidee. Und da gehe ich heute jetzt nicht rein, weil die ganzen Arbeiter noch mauern. Aber Sie sehen, wunderbar, die Räume nehmen richtig Form an.
Heute mal wieder ein kleines Live-Video unter der Woche von der Baustelle, damit ihr einfach seht, was hier alles los ist. Das ist das Team, das an den Doppelhaushälften Kolibri und Orchidee arbeitet. Da unten wird die Treppe gemacht, da kriegt ihr gleich noch eine Einblendung mit einem Video. Allerdings ist es so laut, dass ich da nicht dazu sprechen kann. Ja, und da oben wird halt kräftig weitergebaut. Wir machen ja ein Schrägdach, das heißt hinten die Wände müssen natürlich höher werden als vorne. Und ich stehe hier gerade im Kindschuh, deswegen seht ihr da oben das Rät. Aber so sieht es momentan aus. Die Zwischenwände sind alle schon da. Das seht ihr dann im Wochenvideo, wenn wir dann auch hochgehen nochmal. Aber einfach hier ein Einblick, wie es heute am Mittwoch in dieser Woche schon aussieht. Ja, das war's heute auch schon. Ich habe euch alle Fortschritte gezeigt und wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch und am besten auch noch gleich den Kanal abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche. Macht's gut, bis dann. Tschüss!